Donald Trump, Ex-Präsident Facebook-Account zurück. Der ehemalige US-amerikanische Präsident Donald Trump, 76, fordert Meta-Chef Mark Zuckerberg, 38, auf, sein gesperrtes Facebook-Konto zu reaktivieren. Dies wurde im Januar 2021 nach der erfolgten Stürmung des Kapitols in Washington gesperrt. Wie unter anderem die Washington Post jetzt berichtet, sendete Trumps Anwalt Scott Gast ein entsprechendes Schreiben an Zuckerberg. Die Sperrung habe den öffentlichen Diskurs dramatisch verzerrt und gehemmt. Sein Mandant dürfe nicht mundtot gemacht werden. Deswegen solle ab dem 7. Januar die Reaktivierung von Trumps Account geprüft werden. Außerdem bat der Anwalt um ein Treffen, um die sofortige Wiederaufnahme von Präsident Trump auf der Plattform zu besprechen. Sein Mandant sei ein erklärter Kandidat für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Heißt es in dem Schreiben von Dienstag weiter. Trump sei außerdem der führende Anwärter für die republikanische Nominierung in zahlreichen öffentlichen Meinungsumfragen. Ein fortgesetztes Facebook-Verbot würde deswegen einen absichtlichen Versuch eines privaten Unternehmens darstellen, die politische Stimme von Herrn Trump zum Schweigen zu bringen. Meta, der Mutterkonzern von Facebook, legte Trumps Account ursprünglich auf unbestimmte Zeit still. Später verkürzte man nach massiver Kritik die Suspendierung auf 2 Jahre und erklärte, anschließend den Fall neu prüfen zu wollen. Es sei für eine Reaktivierung entscheidend, ob das Risiko für die öffentliche Sicherheit so weit zurückgegangen sei, dass Trumps Konto wiederhergestellt werden könne. Vor wenigen Tagen sagte ein Meta-Sprecher, dass das Unternehmen eine Entscheidung bekannt geben werde, ob Trump in den kommenden Wochen im Einklang mit dem von uns festgelegten Prozess wieder zugelassen werden könne.